Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed. Das letzte Mal haben wir eben das nachgeholt, weswegen ich damals das Projekt ja eine Weile unterbrochen habe. So ein paar Tage, keine Ahnung, 5 oder 6. Und nachdem wir das jetzt nachgeholt haben und die Sequenz an sich komplett beendet haben, wird es mal Zeit, dass wir uns eine Nacht lang ausruhen. Also hau ich mich mal hin. Der nächste Morgen. Und nachdem wir jetzt erwacht sind, wartet ein weiterer Tag auf uns, an dem wir ein paar Datenmodelle, beziehungsweise also Daten- und 3D-Modelle erstechen werden. In den Animus. Er scheint besonders gut gelaunt zu sein, also vergleichsweise mit sonst. Und das letzte Mal habe ich ihm hier ja seinen Stift geklaut, den man jetzt sehen kann, und er hat einen neuen, und deswegen können wir uns halt in seinen Computer einloggen. Wir können mit keinem der beiden sprechen, also mal rein. Haben Sie vergessen, wie es geht? Wählen Sie eine Erinnerung im Menü vor Ihnen und fangen Sie an. Ich bin dabei. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Aber jetzt haben wir ja mal ein weiteres Ausrüstungsstück zurück. Ihr seid wohl ausgeruht. Bereit für die restlichen Aufgaben? Das bin ich. Aber zuerst möchte ich mit euch reden. Ich habe Fragen. Dann fragt. Ich werde so gut es geht antworten. Der Händlerkönig von Damaskus brachte die Adligen um, die die Stadt regierten. Masht Adin in Jerusalem verbreitete Angst und Schrecken, um das Volk zu unterwerfen. Und mich dünkt, Wilhelm plante, Richard zu töten und Akkon mit seinen Mannen zu verteidigen. Diese Männer sollten ihre Führer unterstützen. Stattdessen betrogen sie sie. Was ich nicht verstehe, ist warum. Ist die Antwort nicht offensichtlich? Die Templer wollen an die Macht. Wie ihr wohl bemerkt habt, wollten sie alle ihre Städte im Namen der Templer unterwerfen, damit die Templer selbst im Heiligen Land herrschen. Und bald darüber hinaus. Aber sie können ihre Ziele nicht erreichen. Warum nicht? Ihre Pläne sind abhängig vom Schatz der Templer, dem Edensplitter. Und den haben wir. Und ohne den Schatz können sie nicht auf Erfolg hoffen. Was ist dieser Schatz? Es ist die Versuchung. Es ist nur ein Stück Silber. Seht es an. Was soll ich denn sehen? Dieses Stück Silber hat Adam und Eva verbannt, hat Dauben in Schlangen verwandelt, das Rote Meer geteilt. Eris nutzte es, den Trojanischen Krieg zu beginnen. Und mit ihm hat ein armer Zimmermann Wasser in Wein verwandelt. Er erscheint recht schlicht für all die Macht, die ihr ihm zuschreibt. Wie funktioniert er? Wer ihn besitzt, kontrolliert die Herzen und Geister all derer, die ihn ansehen. Die ihn kosten, wie man sagt. Und Garniers Männer? Ein Experiment. Kräuter, die ähnliche Effekte hervorrufen, um sie auf den großen Moment vorzubereiten. Talal versorgte sie. Tamir rüstete sie. Sie haben sich auf etwas vorbereitet. Aber was? Krieg. Und die anderen? Die Regenten der Städte? Sie sollten ihr Volk versammeln. Sie alle in Garniers Geschöpfe verwandeln. Die perfekten Bürger. Perfekte Soldaten. Eine perfekte Welt. Robert de Sable darf es niemals zurückbekommen. Solange er und seine Brüder leben, werden sie es versuchen. Dann müssen sie vernichtet werden. Das ist es, was ich euch auftrug. Es gibt 2 weitere Templer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Einer in Akkon, bekannt als Sibrand. Einer in Damaskus, genannt Jubair. Besucht unsere Verbindungsleute. Sie werden euch instruieren. Wie ihr wünscht. Und sputet euch. Zweifellos machen unsere vielen Erfolge Robert de Sable nervös. Seine Gefolgsleute werden alles daran setzen, euch zu entlarven. Sie wissen, dass ihr kommt, der Mann im weißen Umhang. Sie werden euch suchen. Sie werden mich nicht finden. Ich bin nur ein Halm im Kornfeld. Hier, mein Geschenk an euch. Für die gute Arbeit, die ihr leistet.
Und wir haben ein neues Schwert. Altairs Schwert, um genau zu sein, wie es in zukünftigen Assassin's Creed Titeln heißen wird. Und damit können wir jetzt Verteidigung durchbrechen. Muss ich mal sehen, ob ich das hier unten trainieren kann. Aber ich sehe da oben gerade was funkeln und dann zeige ich das mal. Es gibt eben auch Massia-Flaggen. Nicht viele, nur 20. Aber es gibt sie halt. Mal sehen, kann ich Verteidigung durchbrechen, trainieren? Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ja, Verteidigung durchbrechen geht. Und das ist das letzte Tutorial. Also, drücken Sie X direkt nach einem Schritt, um die Gegner, um die Verteidigung des Gegners. Muss ich mal sehen. Also nach einem Schritt. Prächtig. Das Werk eines Meisters. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Also, man muss die Knöpfe wirklich direkt nacheinander drücken. Also so schnell nacheinander, wie es nur geht. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Damit weiß ich dann jetzt auch, wie das funktioniert. Und ich bezweifle zwar, dass ich es oft verwenden werde, aber ist ja egal. Und wir machen uns dann mal nach Damaskus ins Büro auf. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat in Masyaf auf oder bestehlen Sie einen Gangster. Ja. Werden wir schon noch machen. Also als nächstes hiernach bekomme ich entweder... Ne, ich sollte hiernach entweder ein Dolch oder Messer bekommen. Aber ich glaube ein Dolch und Messer und danach noch ein anderes Schwert. Weil seltsamerweise gibt es hiernach noch einen syrischen Säbel, wie er in späteren Spielen heißen wird. Der dann um einiges schwächer ist als Altairs Schwert, was wir jetzt haben. So. Ein weiterer Vorteil, wenn man so will, ist jetzt eben, dass die... diese Synchronitätsbarrieren, die man vorher immer gesehen hat, jetzt eben komplett weg sind. Es ist euch nicht erlaubt, sie zu... Ah, aber da hinten ist der Turm, auf den ich eigentlich hätte gehen sollen. Den ich aber irgendwie übersehen habe, aus welchen Gründen auch immer. Ihr seid hier nicht erwünscht. Aber dann wollen wir einfach mal hoch und sehen, was wir so finden. Beziehungsweise aufdecken. Es werden jetzt wahrscheinlich noch, keine Ahnung, so 10 Parts sein, vermute ich mal. Weil wir brauchen für eine Stadt ja immer so 3 und es sind noch 3 Städte und noch eine Mission danach. Aber wie immer natürlich erstmal alle Synchronitätspunkte aufdecken. Das Viertel hier ist auch relativ klein, wie man gesehen hat. Es gibt ja nur 7 Aussichtspunkte. Oh, wie schlimm, dass das nicht sehr nett war. Warum haben die mich angegriffen? Ich habe absolut nichts gemacht. Ich bezweifle mal, dass die mich einfach nur angreifen, weil ich angeblich gesucht werde. Also, dass irgendwer, der einen weißen Mantel anhat, gesucht wird. Das wäre doch schon etwas, ich weiß nicht. Das, was man da im Hintergrund hört, sind wahrscheinlich geworfene Steine. So.
Damit haben wir den Punkt. Als nächstes gehe ich dann hier hin. Komm, wähl's schon aus. Und hier unten können wir glücklicherweise etwas abtauchen. 2 von 7 Aussichtspunkte. Ernsthaft, die spawnen exakt in dem Moment, in dem ich mein Versteck verlasse. In genau dem Moment. Das ist so, ich weiß nicht, was ich von halten soll. So, hoffentlich ist er jetzt gleich weg. Und spawnen nicht unbedingt exakt dann, wenn ich da unten rauskomme. Was war denn das jetzt bitte? Die Steuerung. Aber egal, klettern wir da hoch. Ich will mich ja nicht allzu viel beschweren. Dafür seht ihr mir jetzt nicht unbedingt zu. Deswegen hier synchronisieren. Und Absprung. Der nächste Punkt ist der hier. Der verdammte Narr hat auch den Verstand verloren. Ich sehe gerade, dass es auf den Synchronitätsbalken sogar als zweiter Balken angezeigt wird. Wundert mich eigentlich etwas. Eure Seelen! Ich weiß auch gerade, welche Mission das hier ist, habe ich mich gerade erinnert. Das wird... Ja. So, hoch hier. Was tut dieser Mann nur? Wenn ich Glück habe, funktioniert's. Aber so wie ich mich kenne, habe ich kein Glück. So, hier neben haben wir ja einen Griff. Also, ab hoch da. Mein Audio läuft auch noch, was gut ist. Ich scheine damit heute echt Glück zu haben. Wundert mich irgendwie sogar. So. So, dann gehen wir gerade noch die letzten Punkte machen. Nur weil unsere Väter und Väters Väter in der Dunkelheit. Was ist da los? Ja, das hätte ich jetzt gerade machen können, aber ich komme ja später eh wieder hier lang. Lieber jetzt mal alles aufdecken. Komm schon. Er wird sich noch verletzen. Manchmal, wenn du diese Probleme hast und dich nirgends hochziehen kannst. So, da sind wir jetzt hier aber auch schon. Das hier lässt sich wirklich nicht sonderlich kreativ kommentieren. Immerhin mache ich immer das eine selbe, immer und immer wieder. Aber egal, synchronisieren. Hier der Punkt ist der nächste. So, dann mal schnell rauf.
Und wie man sieht, haben wir jetzt beide Balken voll. Also beide Synchronitätsbalken. Klar, bekommen wir noch mehr. Ich glaube, ich bin am Schluss bei zwei komplette und drei. Ach, keine Angst. Jetzt kannst du mich nicht mehr vergessen. Mich nicht mehr, aber dich hast du jetzt vergessen, weil du bist tot. Ist doch nett, wenn das Letzte, was du gesehen hast, mein Gesicht war. So, und jetzt hoch. Und da haben wir den Punkt hier schon. Hatte schon Angst, dass es so ist wie beim letzten Mal, wo ich tricksen muss, um hochzukommen. So. Dann hier schnell raus und noch den letzten Aussichtspunkt machen. Ach, ich hab's noch nicht angefasst. Ich bin durchgesprungen, das ist nicht dasselbe. So, da hinten ist wieder die Gang vom letzten Mal. Die mich direkt etwas töten wollen, wo ich aber nicht so Lust drauf hab. Komm schon, spack nicht so rum, Alter, ihr. So. Es ist euch nicht erlaubt, hier zu sein. Und da sind wir hier. Synchronisieren. Damit haben wir alle Aussichtspunkte komplett aufgedeckt. Und das sogar in einem Part, im Gegensatz zu den letzten paar Malen. Bin ich schon fast stolz auf mich. Komm, geh mir aus dem Weg. Ich möchte ihn hören. Das kann ich veranlassen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Es gibt immer noch viele, die sich der Erleuchtung verweigern. Sie könnten ihm schaden. Dann sind sie ignorant und ängstlich. Ihr scheint es ernst zu meinen. Aber kann ich euch wirklich trauen? Es schmerzt mich, dass sie mir diese Frage stellt. Nun gut. Wir versammeln uns jeden Tag in der Madrasa. Er spricht zu uns und führt uns in die Stadt, auf das wir sie reinigen. Kann ich mich anschließen? Bedenkt, dass wir einen steinigen Weg beschreiten. Unsere Arbeit erfordert Opfer. Ich verstehe. Dann kommt und trefft euch mit uns. Wir werden sehen, wie stark ihr seid. So. Und mit dem Punkt beende ich den Part dann auch und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Assassin's Creed.